Ja, hallo. Wir sind hier wieder beim Online-Geldkongress. Und wenn wir uns mit dem Thema Geld auseinandersetzen, dann kommen wir auch ganz schnell zu dem Thema, okay, Steuern bezahlen. Kann man das umgehen? Muss man das überhaupt? Steuer ist eigentlich ein sehr bewegendes, interessantes und manchmal aber auch sehr zwiespältiges Thema. Und dazu habe ich jemand ganz Interessanten eingeladen. Ist jetzt kein Steuerberater, der über 25 Jahre Berufserfahrung verfügt, aber dennoch eine ganze Menge zur Steuer erzählen kann. Und hier ist er auch schon. Hallo Christoph. Ja, hallo Martin, freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, Christoph, fangen wir mal ganz klein an. Der Steuerzahler, der sitzt ja sozusagen irgendwo zwischen Finanzbeamten und Steuerberater. Wenn du dir dieses Dreieck anguckst, dieses Beziehungsdreieck, wie würdest du das deuten? Sind da eher die Finanzbeamten oder eher die Steuerberater die Guten? Na, ich glaube kaum, dass die Finanzbeamten die Guten sind. Aber ich muss ehrlich sagen, am liebsten wäre ich persönlich arbeitslos. Am liebsten wäre ich persönlich arbeitslos und alle Steuerberater wären auch arbeitslos. Nehmen es einfach keine Steuern gäbe, dann gäbe es auch keine Steuerberater mehr. Oder eben das Steuersystem so einfach wäre, dass jeder sehr, sehr wenig zahlen würde und eben auch sehr wenig Bürokratie damit hätte, Steuern zu zahlen. Das wäre eigentlich meine Idealwelt. Und die gibt es leider nicht. Und weil wir nicht in der Idealwelt leben, denke ich, dass Steuerberater schon eben Sinn machen können, indem sie dieses komplizierte System ein bisschen ausnutzen können, um eben auch auf Steuervermeidungsmöglichkeiten legaler Art zu finden. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen glauben, okay, gut, wir haben jetzt zum Schluss hatten wir jetzt auch diesen Hoeneß-Skandal von wegen dieser reiche Pöbel, der hat denn da seine Steuern nicht bezahlt, was für ein Arschloch, wenn man das so den Volkssprech mal ausdrücken möchte. Man geht ja immer davon aus, dass das Finanzamt wirklich das Gute bei den Menschen fördern will. Siehst du das auch so? Dass das Finanzamt Gutes will, das sehe ich eher weniger so. Einfach weil natürlich auch die Methoden des Finanzamtes doch sehr hart mittlerweile geworden sind. Was sie alles da machen, Thema Betriebsprüfung, das ist doch auf der Welt fast nirgendwo anders so. Da nimmt sich teilweise die deutschen Finanzbehörden Dinge heraus, die absolut nicht akzeptabel sind. Und das sehe ich schon sehr bedenklich, ja. Und letzten Endes, das Interessante ist ja sicherlich auch, dass eigentlich der Steuerberater, ich sag mal, diesen bösen Buben, den Finanzbeamten oder das Finanzamt, sozusagen braucht, um selber existieren zu können. Ist doch auch irgendwie ein bisschen. Ja, genau, deshalb habe ich ja eben gesagt, ich wäre am liebsten arbeitslos. Ja, natürlich, diese ganze Steuerberatungsbranche lebt natürlich davon, dass es Steuern gibt. Und je komplizierter die Steuern sind, desto mehr machen diese Steuerberater natürlich auch Umsätze. Und es ist kein Wunder, dass gerade Steuerberatungen in Deutschland auch, sag ich mal, es so viele gibt und da so große Unternehmen in Deutschland auch vor allem sitzen. Einfach aus dem Grund, weil das deutsche Steuersystem das komplizierteste der Welt ist, ja. Jetzt gibt es ja, ich sag mal, bei uns im Lande eine Bewegung, die so ziemlich alles, ich sag mal, was Recht ist und Gesetz ist, so ein bisschen anzweifelt. Also ich sag mal, den Gesellenbrief, den holen sich viele Leute bei der GEZ, ja, das Ganze zu verweigern und dann Vollstreckungsbeamten und so weiter und so fort. Wo dann ganz oft erstmal ja nur kommt von wegen, du darfst das gesetzlich nicht oder guck dir das mal genauer an. Also eine richtige Konfrontation aufgebaut wird, was nicht unbedingt mein Weg ist, weil ich glaube, es geht erstmal darum, den Vollstreckungsbeamten, der sicherlich auch weiß, dass er das, was er macht, nicht unbedingt so schön ist, aber er muss es machen, um zum Beispiel die Familie zu versorgen, dass man erstmal den emotional abholt und sozusagen einen Verbündeten findet. Wenn du das beobachtest, was hier passiert und du bist jetzt in der weiten Welt, bist du jetzt auch überall zu Hause und unterwegs. Trotzdem kommt hier und dort ja über Facebook und sowas kommt dir was durch. Was glaubst du, wie sich die Finanzbeamten fühlen? Hast du das Gefühl, dass sie nach und nach auch hinterfragen, was sie da gerade machen? Ich kann da so ein bisschen, sag ich mal, mit eigenen Erfahrungen dienen, weil ich habe ja Verwaltungswissenschaften studiert.
Und sehr viele meiner Freunde teilweise sogar und vor allem Kommilitonen eben sind jetzt genau in solchen Positionen, wo sie beim Staat arbeiten. Ja. Nicht unbedingt beim Amt, aber in ähnlichen Positionen. Und ich glaube einfach, dass die Mentalität einfach so ist, dass der Staat toll ist und dass Steuern was super Tolles sind, weil letztlich wir werden ja da, also sie werden dadurch auch quasi finanziert, sie kriegen ja auch ihr Geld über Steuern weitgehend. Und deshalb glaube ich kaum, dass sie das eher hinterfragen. Ja, also es ist einfach eine Sache, die sie sehr als sehr legitim erachten und dann natürlich auch einfach diesen Job ausführen. Also ich glaube eher weniger, dass die Leute da irgendwie auch noch Zweifel an ihrer Arbeit haben. Dazu kommt eben auch noch, dass es oft sehr unpersönlich ist. Ja, man geht jetzt nicht direkt, wie es vielleicht in der Antike war, zu den Menschen hin und treibt da Steuern ein. Man hat gar nicht mit den Menschen zu tun, die sind einfach nur eine Steuernummer. Das macht es natürlich auch einfacher für die. Jetzt gibt es ja aber auch die Geschichten, wo vielleicht der ein oder andere Finanzbeamte sagt, ey, das, was wir da machen, das können wir nicht machen. Oder sie bekommen mit, dass dort eigentlich Mauscheleien stattfinden. Das heißt, keine Ahnung, da kommt dann jemand von einer Commerzbank, ich habe da so ein YouTube-Video mal nicht gesehen, ins Finanzamt, redet dann da mit dem Finanzamtsvorsitzenden, die klüngeln irgendetwas aus. Und wenn ein kleiner Finanzbeamter sowas aufdeckt, dann wird er zum Amtsarzt geschickt und sozusagen, ja, vom Dienst freigestellt, kann seine Familie nicht mehr versorgen. Diese Dinge gibt es ja durchaus auch, diese Korruption, die wir dann wahrscheinlich nicht nur hier bei uns in Deutschland haben, wir natürlich auch so ein bisschen zurückhalten müssen. Ja, natürlich. Also staatliche Korruption ist natürlich nicht nur ein Problem von Entwicklungsländern, das gibt es natürlich in Deutschland auch, bloß eben nicht in dieser Form und es wird sehr selten aufgedeckt. Weil natürlich, wenn so ein kleiner Finanzbeamter das aufdeckt, ist es längst nicht so, dass er irgendwie geschützt wird. Da muss er echt vor allem um seine Arbeit natürlich fürchten, aber eventuell natürlich auch um weitere Dinge. Und wenn da seine Familie mit dranhängt und so weiter, ist klar, dass er natürlich erstmal das Stillschweigen bewahrt. Also er darf letzten Endes, weil er halt am Tropf des Geldes hängt, über den Gehaltscheck ist er sozusagen käuflich und muss das ganze Spielchen mitspielen, egal wie sehr er das Ganze hinterfragt. Ja, genau. Es ist oft so, oft natürlich einfach aus dem Grund, dass diese Leute auch, sag ich mal, keine Perspektive haben. Einfach, weil sie so sehr in ihrem Job drin sind, dann vielleicht im Familienleben und so weiter, dass sie sich eben nicht mit den Alternativen beschäftigen können. Und es ist dann natürlich so ein Arbeitsplatzverlust beim Finanzamt auch extrem schwierig wäre, obwohl sie mit ihrem Wissen zum deutschen Steuersystem zum Beispiel auch extrem vielen Menschen helfen könnten, genauso da rauszukommen oder, sag ich mal, das zu optimieren, ja. Ja. Wenn wir uns jetzt das Ganze anschauen, diese Bewegung, wo das Ganze, ja, die Gesetze und das Rechtssystem so ein wenig hinterfragt wird und man gleich vorlegt, von wegen Abgabenordnung ist nie in Kraft getreten, weil nie im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und so weiter und so fort. Würdest du sagen, dass diese ganze Argumentation über Gesetze eher etwas, Entschuldigung, wenn ich das so sage, für geistig Minderbemittelte ist? Wie meinst du das jetzt, die Anzweiflung der Steuern über Gesetze, dass einfach gewisse Gesetze nicht da sind, oder? Ja, also ich denke da eher, es ist für mich weniger relevant, ob etwas rechtlich in Ordnung ist, sondern eher darum, ob es Sinn macht. Und wenn ich mich an Gesetze einfach halte, die einfach stumpf sind und, ich sag mal, mir verbieten, jetzt im Garten mein Gemüse anzubauen, was dann ja vielleicht auch demnächst irgendwann kommen soll in dieser global politischen, wahnsinnigen Welt, dann ist es doch eigentlich schon fast meine Pflicht, das Ganze zu hinterfragen, ob Gesetze wirklich am Ende auch Hand und Fuß haben, weil Menschlichkeit steht eigentlich immer über jedem Gesetz. Genau, erstmal kann man natürlich die Logik der Gesetze hinterfragen und man muss natürlich unterscheiden zwischen Recht und zwischen Gesetz. Mhm. Nicht alles, was Gesetz ist, ist automatisch auch Recht, ja. Und Gesetze sind letztlich nur eine reine staatliche Konstrukte, die irgendwann mal beschlossen wurden, die irgendwie von jemandem designt wurden. Und das wäre längst noch nicht irgendwie Recht sind. Recht ist vielleicht, was sich über Jahrtausende hinweg irgendwie herausgebildet hat in der menschlichen Gesellschaft zwischen Individuen. Zum Beispiel, du sollst nicht töten oder du sollst nicht stehlen. Das ist in meinen Augen Recht. Also du sollst Steuern zahlen, das ist in meinen Augen kein Recht. Das ist einfach ein Gesetz, was irgendwann mal beschlossen wurde, dass Leute eben sich für das Gemeinwesen, sag ich mal, das Gemeinwesen finanzieren. Und
Das ist natürlich im Laufe der Jahrhunderte hat sich das entwickelt. Die Leute haben erst ja auch relativ wenige Steuern bezahlt. Bis ins 19. Jahrhundert hinein haben sie weit unter 10% bezahlt. Und das wurde auch vor allem dazu benutzt, natürlich auch wesentliche Infrastruktur und so weiter zu finanzieren. Und wenn du wirklich für deine Steuern auch was wiederbekommst, dann ist es ja auch nicht wirklich, sag ich mal, eine Zwangsabgabe. Aber in dem System, wo wir jetzt leben, zahlen wir eben dann die 70-80% an Steuern hochgerechnet und kriegen eben längst nicht so viel wieder, ja. Ja. Jetzt stellt sich für mich die Frage, du hattest gerade eben schon gesagt, die Steuersätze sind, wenn man so will, von 10% auf 70-80% hochgegangen. Würdest du da vielleicht auch sogar von einer strukturellen Gewalt sprechen, was die Menschen knebelt, wirklich in diesem System zu arbeiten? Ja, natürlich gibt es eine strukturelle Gewalt und das ist der Staat. Es ist einfach so, dass natürlich, es ist eine, sag ich mal, Legitimitätssache, ja, solange der Staat das als legitim erachtet wird, ist es natürlich auch sehr schwer, dass die Steuern irgendwie senken werden in Zukunft. Weil letztlich ist der Staat ja nichts anderes als ein Konstrukt, das Leuten ermöglicht, quasi auf Kosten der anderen zu leben. Das wird dann Ganze so ein bisschen verzerrt. Jeder weiß aber nicht, dass er quasi auf Kosten des anderen lebt. Deshalb ist es eben auch sehr einfach, sag ich mal, für die Elite, das immer weiter hochzutreiben, immer weiter Umverteilung zu machen, immer weiter und so fort. Und die Steuern werden weiter steigen. Wir sind jetzt vielleicht bei 80% hochgerechnet, wenn man alle Steuern zusammengerechnet. Bald ist es wahrscheinlich über 100%. Kriegen wir hier negativen Steuerzins, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Weil man hätte es sich ja zuerst auch nicht denken können, dass bei der EZB zum Beispiel jetzt ein Negativzins anberaumt wird. Dann wird dann das ganze Einkommen einem Jahr abgenommen und dann bereits noch für die zusätzlichen Jahre. Ja, genau. Das ganze Einkommen weg und dann darfst du noch ein bisschen was dazu bezahlen, was du noch in der Portokasse hast. Ja, also bei den krassen Ideen, die da jetzt nur auch zum Beispiel zum Thema Geldsystem kommen, halte ich das für nicht unrealistisch, weil die Politiker haben natürlich auch einfach keine Ahnung vom Steuersystem oder überhaupt von Wirtschaft, ja. Mhm. Und wenn man keine Ahnung von Wirtschaft hat, dann kann man natürlich auch einen Mindestlohn von 30 Euro einführen. Da frage ich mich persönlich, warum gibt es keinen Mindestlohn von 1.000 Euro, ja. Mhm. Also die Stunde. Das wäre ja sehr sozial, mal. Eben. Jetzt hast du hier und dort schon so ein bisschen was anklingen lassen. Du kommst ja sozusagen aus der ökonomischen Ecke, also du hast dich ja so ein bisschen mehr mit der österreichischen Ökonomie auseinandergesetzt, Nationalökonomie. Kannst du da vielleicht so ein bisschen auf die Philosophie der Austrians eingehen, warum Steuern prinzipiell eigentlich nicht wirklich das Gemeinwohl fördern? Ja, letztlich geht es vor allem um das Thema Anreize und ich kann ein sehr gut ein eigenes Beispiel bringen. Ich zum Beispiel würde niemals in Deutschland arbeiten im Moment. Wenn ich gezwungen werden würde, in Deutschland zu leben, dann würde ich wahrscheinlich mein Business aufgeben und Hartz IV beantragen, weil sich das einfach nicht lohnt. Es ist einfach kein Anreiz da, hart zu arbeiten. Im Moment in dem Zustand, wo ich jetzt bin, wo ich quasi keine Steuern zahle, bin ich natürlich mega motiviert, arbeite auch ohne Probleme 16 Stunden am Tag, weil ich einfach weiß, das Geld, was bei mir reinkommt, das gehört auch mir. Das muss ich nicht abgeben. Und letztlich, wie bei mir, geht es bei jedem Menschen um Anreize. Und diese Anreize werden natürlich nicht nur durch Steuern, sondern auch durch Regulierung und so weiter behindert. Aber Steuern sind natürlich auch ein riesengroßer Anreiz. Es gibt ja, das ist relativ bekannt im Steuersystem, es gibt ja die sogenannte Laffer-Kurve. Das heißt einfach, dass es quasi einen Optimalsteuersatz gibt, der aber relativ niedrig ist, weil immer wenn man die Steuern erhöht, dann geht die Steuer, sag ich mal, der Steuerertrag zurück. Einfach aus dem Grund, weil die Leute natürlich mit steigenden Steuern auch immer weniger bereit sind, Steuern zu zahlen und dann eher Steuern vermeiden. Und wenn die Steuern schön niedrig sind, dann steigt das Steueraufkommen auf einmal sprungartig an, weil jeder mal sagt, oh, das sind jetzt 10% oder 20%, die zahle ich gerne, aber alles Weitere, da probiere ich das irgendwie zu optimieren. Mhm. Also du sagst von vornherein, die Motivation auch der Menschen wird einfach genommen und insofern können sich die Menschen auch gar nicht für das Gemeinwohl wirklich einsetzen wollen, weil sie erstmal ja ihnen selbst etwas weggenommen wird und weil einem ja die ganze Zeit etwas weggenommen wird, kommt man vielleicht auch gar nicht so sehr auf die Gedanken, anderen Menschen etwas geben zu wollen, weil ja jeder nur an sich denkt oder denken muss.
Genau, das ist der Fall. Man sieht es sehr gut an der Geschichte zum Beispiel von Deutschland. Deutschland wird immer gerne als sag ich mal, Vorreiter des Sozialstaats hingestellt. Was aber, sage ich mal, gar nicht. Sag ich mal, im Kaiserreich war es so, die Steuern waren sehr niedrig, die lagen vielleicht bei 5-6%. Und die Arbeiter haben sich selbst organisiert. Ja, die haben Genossenschaften gegründet, die haben sich selbst gegenseitig versichert, alles weiter. Die haben das ganze Sozialsystem selbst auf die Beine gestellt. Und dann kam Bismarck, hat die Steuern erhöht und hat das Ganze in staatliche Hand überführt. Einfach natürlich, weil das die staatliche Macht gestärkt hat, weil man deutlich mehr umverteilen konnte und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die meisten Menschen fehlt einfach wahrscheinlich die Perspektive, dass natürlich, wenn sie weniger Steuern zahlen, haben sie viel, viel mehr Geld zur Verfügung, um es auch an andere Menschen geben zu können, ja. Und darauf kommt es natürlich an, dass gerade auch dieses Steuersystem durch diese Umverteilung einfach die, sag ich mal, auch sozialen Bindungen zerstört. Weil wir jetzt Steuern zahlen, sind wir gar nicht mehr bereit, irgendwie unseren Nachbarn finanziell zu unterstützen, wenn das nötig hat. Aber hätten wir sehr viel Überschuss, und würde dieser Nachbar nicht irgendwie durch andere Institutionen aufgefangen werden. Wir wollen ja auch nicht, dass es unseren Nachbarn schlecht geht, dass der irgendwie kriminell wird und jeden Tag vor unserem Haus, keine Ahnung, irgendwelche schlimmen Sachen macht. Natürlich helfen wir ihm dann, ja. Ja, jetzt sind mir, wenn ich über, ich sag mal, Gedanken rede, über eine Welt ohne Steuern oder Staaten ohne Steuern oder ob es überhaupt noch Staaten gibt, ist eine ganz andere Frage. Aber dann wird mir ganz oft entgegengeworfen, ja, aber ich will doch Steuern bezahlen, wo eine gewisse Programmierung durchkommt oder die Frage einfach, okay, wer finanziert dann den Straßenbau? Würdest du sagen, dass diese Gedanken von wegen keine Steuern nur etwas für Menschen ist, die auch wirklich bereit sind, ein wenig mehr in die Eigenverantwortung zu gehen, anstatt sie immer wieder an Vaterstaat oder Mutti Merkel abzugeben? Ja, das ist natürlich eine große Sache, weil viele Leute zahlen natürlich auch Steuern, weil sie denken, das wird ihnen irgendwann im Leben vielleicht auch mal nützen. Das ist natürlich ein Risiko, auch sag ich mal, das Leben ist ein Risiko und es kann natürlich immer irgendwas passieren. Und wenn man dann denkt, der große wohltuende Wohlfahrtsstaat sichert einen ab, dann macht man natürlich vielleicht erstmal das Zugeständnis, ein bisschen mehr Steuern zu zahlen, um das am Ende wiederzubekommen. Dafür braucht man keinen Staat, das lässt sich auch alles, sag ich mal, privat über Versicherungen und so weiter regeln. Aber das ist natürlich eine große Sache. Und natürlich denke ich schon, wer eigenverantwortlich lebt, der hat natürlich auch, sag ich mal, von der Mentalität her einen deutlich weniger Anreiz, Steuern zu zahlen, als wenn jemand entweder durch Steuern finanziert wird, weil er für den Staat arbeitet oder für die vielfältigen Bereiche, die natürlich auch vom Staat abhängen, das gesamte Bildungssystem, das gesamte Gesundheitssystem und so weiter. Das ist natürlich schon ein Faktor, der in die Mentalität mega hineinspielt. Stimmt, ja. Jetzt ist das hier ja ein Online-Geldkongress. Und ich habe diverse Menschen auch eingeladen, die über andere Zahlungsmittel reden. Und mal eine andere Frage. Wird die Steuer vielleicht auch dazu gebraucht, um gewisse Zahlungsmittel, ja, zu etablieren? Ja, natürlich. Ist natürlich so, dass Geld, wie wir es haben im Moment in unserem Geldsystem, das wird natürlich alles ausgeweitet durch die Zentralbanken und auch durch die Banken, indem es halt neu gedruckt wird, sozusagen, vereinfacht gesagt. Aber das Ganze wäre ja gar nicht möglich, wenn es, sag ich mal, ein gewisses gewisse Finanzierung im Hintergrund gäbe. Würde einfach nur Geld gedrückt werden und keine Steuern eingenommen werden, dann würde es einfach sehr schnell zu einer Inflation kommen. Einfach weil dieses Geld ja nichts wert wäre, durch nichts gedeckt wäre. Also der Staat muss ja schon eine gewisse Finanzierung haben. Die kann er letztlich eben nur durch Steuern oder durch Steuern als sag ich mal, Hauptfinanzierungsmöglichkeit eintreiben, ja. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, vielleicht hast du diese Geschichten auch schon mal gehört. Ich meine, in Afrika war das der Fall, wo die Kolonialmächte auch Gelder einführen wollten, damit die, ja, ich sag mal, Sklaven dort für sie arbeiten. Und dort war irgendwie eine Tauschkultur, war dort gang und gäbe. Und sie haben dieses Zahlungsmittel, haben sie links liegen lassen. Aber als dort eine Steuer eingeführt wurde, fingen sie auf einmal an, doch tatsächlich die Waren gegen dieses Zahlungsmittel auf einmal untereinander auszutauschen. Und schon war jeder drin in diesem Hamsterrad. Ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Das ist natürlich auch eine große Sache, dass natürlich unser Geldsystem in der Form, wie wir es kennen, nicht unbedingt zwingend nötig wird. Natürlich können wir auch zum Tauschhandel zurückgehen und eventuell wird das in der Zukunft sogar passieren, weil mit den neuen Möglichkeiten, die sich bieten durch Internet, durch ganz andere Geschichten,
kann der Tauschhandel durchaus wieder attraktiv sein. Einfach indem auch Wissen natürlich dann gegen Produkte ausgetauscht werden kann und so weiter und so fort. Also es ist längst nicht so, dass wir zwingend auf Geld überhaupt angewiesen sind in der Form, wie wir es kennen. Und natürlich sind Steuern, weil Steuern, der Staat möchte natürlich mit irgendwas bezahlt werden, was er dann irgendwie auch weiter verwenden kann. Und der Staat möchte jetzt nicht wissen, wie man den Staat irgendwie auflöst oder sowas. Ja. Wissen kannst du den Staat nicht mit Steuern bezahlen. Das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, ja. Ja. Eine letzte provokante Frage zum Thema, warum Steuern vielleicht doch nicht so viel Sinn machen. Wir haben hier im Lande jetzt gerade bei dieser Flüchtlingskrise, wird dann immer wieder über Fremdenhass und solche Sachen gesprochen und wo ein Mensch auf den anderen zeigt für dieses Chaos, was hier teilweise läuft. Und ich stelle mir einfach die Frage, ob Fremdenhass nicht eigentlich schon da anfängt, dass wir einfach so ohne Murren unsere Steuern bezahlen, weil letzten Endes wird mit dem Geld ja das Zuhause von den Menschen kaputtgebombt, die jetzt hierher kommen. Ja, das war mir eben noch wichtig zu sagen eigentlich. Das ist natürlich auch vor allem eine ethische Perspektive, die da ins Spiel kommt. Das ist für mich persönlich sehr wichtig. Ich selbst zahle nicht Steuern, weil ich nicht irgendwie denke, dass ich irgendwie mal 10-20% abgeben könnte. Das könnte ich ohne weiteres tun. Das würde ich vielleicht sogar tun, wenn es mir irgendwie Sinn, Mehrwert bringen würde. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern mit meinen Steuern wird quasi meine eigene Unterdrückung weiterfinanziert. Ich zahle Steuern, um in Zukunft noch mehr besteuert zu werden. Das ist ja bereits schon mal absurd. Und dann zahle ich natürlich Kriege in anderen Ländern, so Bürgerkriege in anderen Ländern aus, um die Leute dann quasi nach Deutschland fliehen zu lassen und sie damit meinen Steuern weiter hier nochmal weiter zu finanzieren. Und natürlich die ganzen Geschichten, ja. Also generell, für mich ist der Staat quasi eine Mafia, der quasi nach den gleichen Methoden vorgeht wie die Mafia. Einfach indem er Steuern eintreibt, quasi Schutzgeldzahlungen, man ist dann zwar geschützt, aber mit diesen Steuern wird quasi alles gemacht, um sich selbst und das eigene Unternehmen irgendwie in Konkurrenz zu bringen. Jeder, der ein eigenes Unternehmen hat, weiß es vielleicht. Der Staat gründet dann einfach mit den Steuern, die man mit seinem Unternehmen zahlt, Konkurrenzunternehmen, die öffentlich sind, die kein Kostenrisiko haben und die dann langsam sich aus dem Markt drängen. Das soll in manchen Branchen schon durchaus vorgekommen sein. Ja. Jetzt habe ich dich ja nicht nur dazu eingeladen, um darüber zu sprechen, was denn jetzt nicht so schön ist an diesen Steuerzahlungen. Denn wenn wir uns dieses Thema jetzt zum Beispiel mit den Steuerzahlungen, um andere Leute zu Hause kaputt zu bomben und das einfach mal vergegenwärtigen, dann sind wir ja alle Mittäter und nicht nur Einzelne, sondern wir machen da ja irgendwo alle mit, bis auf Leute wie du. Und jetzt stellt sich die Frage, wie machst du das, was machst du, wie umgehst du jetzt die Steuerzahlungen? Du hast ja auch einen kleinen Bonus hier für die Zuschauer. Genau. Ja, vielleicht erstmal, um das noch kurz zu relativieren. Natürlich zahle ich teilweise auch Steuern, aber ich sage mal, ich kann entscheiden, wo ich die Steuer zahle. Und ich zahle dort Steuern, wo ich auch gewisse Dienstleistungen dafür bekomme. Natürlich zahle ich auch immer Umsatzsteuern oder Alkoholsteuern oder was auch immer in gewissen Ländern. Aber das ist mir dann natürlich auch einfach durchaus wert. Da, weil ich natürlich in diesen Ländern auch reisen kann, die Infrastruktur nur nutzen kann, da sehe ich einen gewissen Gegenwert. Also das, was quasi in den Preisen schon mit drin ist, wo du dich sowieso, ich sag mal so, nicht wirklich gegen wehren kannst. Genau, da kann ich mich eh nicht gegen wehren, gegen Umsatzsteuer und so weiter, das ist ein anderes Thema. Wie lebe ich steuerfrei? Das mache ich ganz einfach, ich bin in Deutschland abgemeldet, ich habe keinen Wohnsitz mehr in Deutschland, aber ich bin auch in keinem anderen System der Welt. Das heißt, ich bin sogenannter Perpetual Traveler, das ist ein Lebensstil, den man führen kann und der ermöglicht es einem relativ schnell in ein steuerfreies Leben zu starten. Kommen wir vielleicht gleich als erstes auf deinen Bonus zu sprechen. Steuerfrei im Ausland Geld anlegen. Jetzt kommst du ja überall unterwegs, bist du ja überall unterwegs und hast sehr viele Länder schon bereist. Hast du in jedem Land da irgendwo Geld angelegt oder wie darf man das dann verstehen? Ja, ich meine, es gibt in meiner Zählweise gibt es 206 Staaten auf der Welt. Für mich ist ein Staat eine Einheit, die quasi selbst Steuern erheben kann. Es gibt 206 Länder auf der Welt, die selbst Steuern erheben. Und natürlich habe ich nicht in jedem Land ein Bankkonto oder was angelegt. Das muss noch ein bisschen dauern. Das würde dann wahrscheinlich auch zu teuer werden an Gebühren. Aber natürlich habe ich Konten überall auf der Welt. Da ich meine nicht nur Geld. Ich habe zum Beispiel Gold in Singapur liegen. Ich habe mein Geld in Georgien gebunkert, weil ich da halt noch 15% Zinsen kriege, statt den Minuszinsen, die jetzt in Europa gegenwärtig sind.
einfach überall auf der Welt gibt es so viele Möglichkeiten, wo man einfach gar nicht denkt, wenn man hier in Deutschland ist. Und genau da habe ich ein Buch zu geschrieben, weil dein Geld dir gehört, mit Offshore-Banking sicher durch die Krise. Es liegt einfach daran, dass ich denke, das zeige ich mal mit Europa, auch mit Deutschland bergab geht, dass das Geldsystem kurz vor dem Scheitern ist und dass diejenigen, die quasi ihr Geld sichern wollen, vor Bargeldverbot, vor Kapitalverkehrskontrollen und natürlich irgendwelchen Bankencrashs, und das möglichst ins sichere Ausland verlegen sollten. Und in diesem Buch gebe ich eben, sag ich mal, alle Hintergründe über das internationale Bankensystem und wie man im Ausland quasi steuerfrei sein Geld anlegen kann. Ja. Jetzt habe ich gehört, dass Perpetual Traveler, hast du gerade eben gesagt, einige Leute benutzen auch diesen Begriff digitaler Nomade, dass wenn man zum Beispiel ein Online-Business macht, in Hongkong zum Beispiel gar keine Steuern bezahlt, richtig? Ja, genau. Man muss halt immer unterscheiden zwischen Wohnsitz und Firmensitz und Bankkontensteuern und so weiter. Aber ja, in Hongkong zahlt man zum Beispiel keine Steuern. Und das Interessante ist, es gibt, sag ich mal, 100 Länder auf der Welt, wo Firmen überhaupt keine Steuern zahlen. Und es gibt sogar 85 Staaten auf der Welt, wo man, wenn man es richtig gestaltet, als Bürger dort selbst fast keine oder gar keine Steuern zahlt. Und das wissen die Leute schlicht nicht. Das werde ich auch oft gefragt. Diese 85 Länder, da kann jeder hin. Das sind auch durchaus attraktive Länder. Man muss jetzt nicht irgendwie nach Timbuktu auswandern. Man geht dann eben nach Costa Rica oder nach Malaysia oder auf die Philippinen oder nach Dubai oder wo auch immer. Man kann überall steuerfrei leben. Und das ist den wenigsten Leuten bewusst. Einfach, weil es verschiedenste Steuersysteme auf der Welt gibt. Es gibt Länder zum Beispiel, wo man direkt steuerfrei ist. Irgendwie Dubai, weil die viel Öl haben oder so. Aber es gibt eben auch Länder, die andere Systeme haben, wo man zum Beispiel immer Steuern zahlt, wenn man im Inland Geld verdient. Aber wenn man jetzt ein Online-Business hat und im Ausland Geld verdient, ist dieses Auslandseinkommen komplett steuerfrei. Das lässt natürlich viele Menschen dann noch so ein kleines bisschen vielleicht jetzt, die hier jetzt zuschauen, noch ein bisschen überlegen, ob man sich nicht vielleicht ein bisschen anders aufstellt. Vielleicht gewinnen wir ja auch den ein oder anderen Finanzbeamten. Ja, genau. Und die große Sache eben ist, ich mache dieses Perpetual Traveling, das heißt quasi Dauerreisen, also das ist natürlich nicht nötig. Jeder kann natürlich einfach in ein anderes Land auswandern und das ganze Jahr leben oder deutlich weniger reisen. Und wie gesagt, es gibt 85 Länder, die durchaus attraktiv sind. Und selbst wer in Europa bleiben möchte, in der EU, hat natürlich auch Möglichkeiten innerhalb der EU. Es gibt zum Beispiel Malta, Irland, Zypern, gibt es Möglichkeiten quasi steuerfrei zu leben. Oder auch in anderen Staaten in Osteuropa eben seine, sag ich mal, Steuerrechnung auf 10% zu reduzieren, was durchaus noch akzeptabel ist in meinen Augen, ja. Jetzt machst du dich als Dauerreisender ja mehr oder weniger vielleicht unsichtbar. Kann das sein, dass du deswegen auch einen kleinen Vorteil hättest, was die Steuerzahlungen angeht, gegenüber jemandem, der wirklich einen festen Wohnsitz irgendwo hat? Also selbst wenn du irgendwo gemeldet sein solltest. Ja, ich sag mal natürlich, dieses System, was ich mache, das ist natürlich nicht von den Politikern gewollt und geplant. Das ist halt einfach etwas, was erst quasi durch das Internet möglich wurde, indem man ortsunabhängig Einkommen verdienen könnte. Und das ist auch in anderen Ländern gar nicht möglich. In Deutschland ist es halt einfach, oder auch in Österreich ist es deshalb möglich, es gibt ein Meldewesen. Und wenn du dich abmeldest und keinen sogenannten Lebensmittelpunkt mehr in Deutschland hast, bist du auch nicht mehr steuerpflichtig. Das heißt, du musst gewisse Dinge in Deutschland beachten, dass du eben keine eigene Wohnung hast und nicht so lange dort bist. Wobei du natürlich theoretisch auch trotzdem in Deutschland leben könntest, weil es in vielen Fällen wahrscheinlich gar keiner mitbekommt. Wenn du es natürlich entsprechend anonymer machst. Ich persönlich stehe in der Öffentlichkeit, ich könnte das nicht machen. Aber wer dann natürlich ein bisschen auf seine Privatsphäre achtet, der könnte sich wahrscheinlich sogar abmelden und geheim in Deutschland weiterleben. Das empfehle ich persönlich nicht, aber ich kenne auch Leute, die das machen. Ja, jetzt mal eine ganz blöde Frage noch dazu. Zahlst du auch sowas wie Krankenversicherung? Das ist, sag ich mal, auch der große Vorteil, der darüber hinausgeht. Die Sozialabgaben in Deutschland sind natürlich sehr hoch. Und gerade bei Sozialabgaben kriege ich echt nichts wieder, wenn ich ins Rentensystem einzahle. Das ist ein Schneeballsystem, das wird mir niemals ausgezahlt werden, in meinen Augen. Und natürlich zahle ich da nicht mehr ein. Also ich zahle gar nichts mehr in Deutschland, keine Sozialversicherung. Aber ich habe natürlich, weil ich diesen Lebensstil leben kann, private Lösungen. Es gibt natürlich private Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Rentenversicherung. Und privat bin ich natürlich krankenversichert, international. Ich kann in jedes Krankenhaus der Welt gehen und mich dort behandeln lassen. Alles möglich.
Gut, Rentenversicherung brauche ich jetzt persönlich nicht. Da sage ich lieber, ich investiere mein Geld selbst in Aktien und in Immobilien und so weiter, weil ich da deutlich mehr von habe, als irgendwie diese Rentenversicherung da mit ihren Staatsanleihen. Aber ja, so ist es. Du scheinst ja nicht wirklich an die Staatsanleihen zu glauben, wenn ich das jetzt mal so raushören darf. Nee, ich glaube, die meisten Staaten werden eher zusammenbrechen, als die Laufzeit dieser Staatsanleihen ist, ja. Jetzt gibt es also Staaten, die einmal die Daumenschrauben weiter anziehen und die anderen, die es vielleicht weiter aufmachen. Beobachtest du da einen gewissen Trend? Ja, ich beobachte einen gewissen Trend, einfach, dass viele Staaten, gerade die EU und die großen Industrieländer, auch wegen der hohen Staatsverschuldung darauf angewiesen sind, mehr Steuern einzutreiben. Und da werden jetzt vor allem natürlich die ganzen Schlupflöcher gestopft. Und es gibt Informationsaustausch, damit quasi die Leute, die irgendwie Steuern hinterziehen, leichter gefunden werden. Auf der anderen Seite wiederum gibt es auch viele Staaten, die das natürlich, sich selbst auch finanzieren müssen und die dann diesen Leuten probieren, eine Zuflucht zu bieten. Diese ganzen Offshore-Geschichten zum Beispiel, diese kleinen Inseln irgendwie in der Karibik, im Pazifik, die können ja quasi auch nur überleben, indem sie diese Finanzdienstleistungen anbieten, indem sie Konten anbieten, indem sie Unternehmen anbieten, für zum Beispiel Europäer oder Amerikaner, weil sie sonst eben Kokosnüsse verschiffen müssen und davon kann man eben nicht gut leben. Ja. Merkst du auch, dass, also du bist jetzt, kommst ja rum die Welt und jetzt ist sicherlich dieses Dauerreisen ja nicht nur bei uns Deutschen vielleicht vermehrt ein Thema, sondern auch bei anderen Kulturen. Merkst du, dass dort auch viel in Richtung Steuergedanken halt einfach passiert? Also ich meine jetzt Hongkong, Costa Rica, wo dort vielleicht von vielen, ich sag mal, Ausländern da jetzt etwas gebaut wird? Kannst du es nochmal konkretisieren, wie du die Frage meinst? Jetzt gibt es, du hattest vorhin Costa Rica, hattest du genannt, wo man sozusagen steuerfrei dann dort auch hausieren kann. Merkst du, dass dort immer mehr Investoren dann halt auch kommen, die dann, ich sag mal, sich dort privat ein Grundstück kaufen und dann dort anfangen zu bauen? Merkst du, dass dort vielleicht sowas wie eine Blase sogar entsteht? Ja, das ist natürlich immer die große Sache, dass natürlich viele Länder gerade auch so Sonderprogramme anbieten, oder diese Steuersysteme so gestaltet haben, dass sie natürlich ausländische Investoren anlocken. Und in Costa Rica ist ein gutes Beispiel, das kann man sehr gut sehen. Costa Rica hat damit schon bereits vor 30 Jahren angefangen. Und Costa Rica ist dadurch mittlerweile natürlich sehr teuer geworden. Es ist sehr, sehr teuer dort geworden zu leben, sich ein Haus zu kaufen. Weil sie das Steuersystem so gestaltet haben. Und natürlich ist das richtige Steuersystem, das hat man bei Singapur gesehen, bei Hongkong gesehen, bei vielen anderen Staaten gesehen, natürlich super dazu geeignet, eine kleine Insel im Sumpf, wo keiner leben möchte, zu einer Weltmetropole auszubauen, ja. Okay, und wenn du dir jetzt diese ganzen Steuersysteme bei den Staaten anschaust, welches Steuersystem, wenn du da, ich sag mal, so gut du Einblick hast, hältst du denn im Moment für das Beste? Welches Land würdest du da empfehlen? Ja, persönlich sind mir natürlich eigentlich die Staaten am liebsten, die überhaupt keine Steuern haben, beziehungsweise die sich über Umsatzsteuern oder über Zölle oder so weiter, so sind natürlich auch Steuern finanzieren, das mag ich natürlich auch nicht, aber das tangiert mich am wenigsten. Das sind so Staaten natürlich berühmt in Europa wie Monaco, oder wie die Bahamas oder wie zum Beispiel Dubai. Das Problem bei diesen Staaten ist oft, die lassen natürlich nicht jeden ins Land. Da muss man natürlich auch entsprechendes Geld mitbringen, um dort überhaupt einwandern zu dürfen. Eigentlich sind Staaten, diese Länder mit der sogenannten Territorialbesteuerung. Da gibt es 40 Länder weltweit. Und diese Länder sagen eben, alles, was du im Ausland verdienst, ist komplett steuerfrei. Also immer, wenn du ein Online-Business hast oder so und weiter in Deutschland dein Geld verdienst, mit einer Firma in den USA zum Beispiel, die auch steuerfrei ist, dann fließt das Geld auch komplett steuerfrei zurück nach wo auch immer du wohnst, irgendwie Panama, Costa Rica, Philippinen oder wo auch immer. Stellt sich dann natürlich die Frage, wie finanzieren sich denn jetzt diese Staaten, wenn sie die Steuern gar nicht mehr haben? Wie finanziere ich die Staaten? Die Staaten finanzieren sich natürlich irgendwie dann durch andere Dinge. Ich habe sie eben angesprochen. Die Bahamas zum Beispiel finanzieren sich vor allem natürlich durch irgendwie Importzölle. Dubai finanziert sich durch das Öl. Aber auch indem sie natürlich einfach auch viele Unternehmen durch diese günstigen Steuerbedingungen anlocken. Das kreiert natürlich auch Arbeitsplätze und die ganzen Leute bringen natürlich auch mega viel Geld in die lokale Wirtschaft, die dann irgendwie durch Umsatzsteuern und so weiter quasi wieder herausgeholt wird. Ja. Also es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten.
In meinen Augen gibt es natürlich sogar die Möglichkeiten, Staaten so zu gestalten, dass Steuern absolut freiwillig sind. Dass zum Beispiel der ganze Staat einfach nur durch irgendwie Lotterien oder durch andere freiwillige Sachen finanziert wird. Die Möglichkeiten bestehen durchaus. Ja, jetzt hattest du vorhin auch Zölle jetzt zum wiederholten Male erwähnt. Steuern ist dann ja auch etwas, was durch eine staatliche Gewalt sozusagen durchgedrückt wird. Kannst du dir vorstellen, dass vielleicht in der Zukunft gar keine Staaten mehr existieren, sodass vielleicht auch dann diese Steuergesetzgebung und vielleicht auch Zölle so insgesamt wegfallen? Wird das, was wir hier in der Zukunft in diesem, ich sag mal, in dieser Zeit des Wandels erleben, ist es etwas, wo viele Sachen fließend ineinander übergehen? Also ich persönlich arbeite da darauf hin, dem habe ich, sage ich mal, mein Leben gewidmet. Das möchte ich selbst noch erleben, dass es eine Welt ohne Staaten gibt. Aber ich sage mal, wir haben zwei Optionen. Entweder fließt es Richtung Weltregierung, dass es nur noch einen Staat gibt, und das wäre, sage ich mal, eine Horrorvorstellung für mich. Oder eben es geht in die Richtung, dass es vielleicht gibt es immer noch Staaten, vielleicht gibt es auch sehr viel mehr Staaten, das wäre mir persönlich eigentlich lieber, dass es 100.000 kleine Liechtensteins auf der Welt gibt. Ja. Weil diese dann nicht zu Macht haben, dich zu unterdrücken, dass sie dann einfach Dienstleistungsanbieter sind, die gegenseitig konkurrieren mit verschiedensten Angeboten, um dich in diesen kleinen Staat zu locken. Nicht unbedingt, keine Ahnung, es gibt halt dann Staaten, wo die Steuern niedrig sind oder wo verschiedenste Steuern so und so hoch sind. Es gibt Staaten, wo das eine erlaubt ist, wo das andere verboten ist, und jeder kann sich eben aussuchen, wo er leben möchte. Das wäre so ein bisschen meine Idealvorstellung einfach. Weil natürlich auch kleine Staaten, muss man nicht mehr unbedingt Staaten nennen. Das kann natürlich auch ein Unternehmen sein. Letztlich ist der Staat ja auch nur, wir nennen es Staat, aber letztlich kann das jede andere Einheit sein, die irgendwie organisiert. Wenn ich mir das so vorstelle, es ist ja auch so, für viele Leute ist das vielleicht erstmal ein Schock, wenn diese, ich sag mal, Ordnung in der Hand nicht mehr da ist und man mehr oder weniger in die Selbstverantwortung entlassen wird. Aber eigentlich ist das doch eine schöne Geschichte, wenn man sich überlegt, dass dann vielleicht die Menschen dazu aufgefordert werden, wieder mehr miteinander zu reden und sich darüber zu diskutieren, okay, wie finanzieren wir denn jetzt den Straßenbau bei uns vor der Haustür? Würdest du sagen, dass generell, wenn diese ordnenden Strukturen dann nicht mehr da sind, wo du, ich und viele andere dann direkt oder auch indirekt darauf hinwirken, dass wir dann insgesamt zu einer menschlicheren Gesellschaft werden? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Es ist einfach so, dass natürlich diese ganze Solidarität, ich habe es eben schon gesagt, so ein bisschen durch den Staat entzogen wird und die Leute dann wahrscheinlich auch viel mehr Zeit haben, wenn sie mehr Steuern mehr zahlen. Es geht ja letztlich nicht um Geld, es ist immer wichtig zu sagen, es geht immer letztlich um das Thema Zeit. Wenn man erstmal keine Steuererklärung und diese ganze Verwaltung machen muss, hat man mehr Zeit. Und wenn man weniger Steuern zahlt, hat man auch mehr Geld und muss deshalb weniger arbeiten, um quasi das gleiche Lebensniveau zu haben. Und das ermöglicht natürlich einen riesigen, sag ich mal, kulturellen, auch persönlichen Fortschritt für die Menschen und wird viele wunderbare Dinge in Zukunft hervorbringen, wenn wir zu so einem System zurückkehren, ja. Ja, jetzt ist das hier ja der Online-Geldkongress und diese Frage stelle ich jedem, der jetzt hier im Einzelinterview mit dabei ist. Du hast gerade eben das Wort schon in den Mund genommen. Was würdest du sagen, oder was ist für dich Geld? Ja, was ist für mich Geld? Das kann man natürlich, sage ich jetzt mal, von vielen verschiedenen Perspektiven, philosophisch, ökonomisch und so weiter angehen. Für mich ist Geld letztlich, sage ich mal, ganz, ganz einfach ein Zahlungsmittel, was ich eben benutze, weil es existiert, aber auf das ich jetzt nicht zwingend angewiesen bin. Ich mache zum Beispiel Beratungen. Ich sage ja letztlich immer, ihr müsst mir jetzt irgendwie Geld zahlen, um eine Beratung zu haben. Genauso gut könnt ihr mir auch irgendwie Dienstleistungen anbieten. Ihr könnt mir die Haare schneiden, meinetwegen. Du weißt, wie man super toll meditiert. Zeig mir mal, wie man meditiert, eine Stunde per Skype. Ich berate dich eine Stunde per Skype. Das mache ich natürlich auch. Und letztlich Geld muss ich natürlich nutzen, weil es in der jetzigen Form relativ schwer ist, ohne Geld auszukommen. Gut, es gibt natürlich so Sachen wie die Kryptowährung und so weiter, worauf du wahrscheinlich mit anderen Interviewteilnehmern eingehst. Aber Geld ist für mich längst nicht, sag ich mal, notwendig. Also ich könnte auch mir sehr gut eine Welt vorstellen, in der das Geld in der heutigen Form gar nicht mehr existiert. Jetzt hattest du das gerade eben schon mehr oder weniger
rissen. Kryptowährung, Bitcoins wird dann immer ganz gerne genannt. Welche Zahlungsmittel nutzt du außer Euro? Du hattest vorhin auch schon Gold, hattest du genannt. Was hast du denn da noch so in deinem, ich sag mal, Geldportfolio? Ja, ich habe natürlich einerseits Edelmetalle. Ich habe natürlich auch viel, mache ich so das Sachen mit dem Thema Aktien und so weiter. Kryptowährungen sind sehr interessant für mich. Es gibt natürlich auch viele weitere Sachen, ne? Also, sag ich mal, sein Geld anzulegen, ja. Und einfach schauen, dass man sich weltweit diversifiziert. Und ich persönlich reise eben in viele Länder, auch in viele Entwicklungsländer und versuche vor Ort irgendwie zu schauen, wie kann ich den Leuten vielleicht auch helfen, indem ich denen vielleicht irgendwie einen Kredit mache zu nicht so horrenden Bedingungen, wie das oft üblich ist, ja. Mhm. Weil dann der Reisbauer in Kambodscha, die müssen ja oft, sag ich mal, 100% Zinsen zahlen auf ihre Mikrokredite und so weiter. Das ist ja richtig krass. Und wenn man den einfach mal mit seinen 100 Euro, die man übrig hat, das ist sehr viel Geld dort, hilft, eine neue Maschine zu kaufen oder sowas. Oder einfach nur ein neues Messer oder sowas, um den Reis zu schneiden, was auch immer, ja. Das hilft dem extrem weiter und baut einfach neues Kapital auf. Und deshalb finde ich es sehr wertvoll, sag ich mal, in diese Dinge zu investieren und eben nicht, sag ich mal, in Papiergeld. Ja, also du machst mit kleines Geld, machst du große Freuden. Genau, so ähnlich. Mhm. Vielleicht jetzt auch noch mal kurz, würde mich auch noch interessieren, als jemand, der so ein bisschen ja in die österreichische Nationalökonomie halt denkt. Jetzt hattest du gerade eben gesagt, du hast dem Reisbauern sozusagen etwas gegeben. Ich weiß nicht, ob du dann nachher, du hast vorhin auch noch kurz gesagt, okay, du machst dann sowas wie Kredite, machst du dann hin und wieder auch. Aber hin und wieder, könnte ich mir vorstellen, schenkst du bestimmt sowas auch. Würdest du vielleicht sogar auch sagen, dass es Sinn macht, diese Idee des Grundeinkommens persönlich zu leben, das heißt zu geben, anstatt von etwas zu fordern, was von oben ja vorgegeben wird? Ja, also ich persönlich finde dieses Konzept des Grundeinkommens super interessant. Also bin bloß eben so ein bisschen skeptisch, ob sich das staatlich finanzieren lässt. Ich persönlich würde sogar sagen, dass das Grundeinkommen im Moment staatlich eingeführt deutlich besser ist als das System, was wir bisher haben. Aber dass es letztlich wahrscheinlich nicht nachhaltig ist. Und deshalb glaube ich, dass natürlich so ein Grundeinkommen auf freiwilliger Basis natürlich ideal wäre, wenn jeder ein bisschen was in den Topf gibt und ein bisschen was dafür zurückbekommt. Da lässt sich natürlich einiges ermöglichen. Ich habe es ja eben schon gesagt, wenn Leute einfach sag ich mal, die Sicherheit haben, dann müssen sie sich eben nicht in irgendwelche Jobs begeben, können einfach das machen, was sie wollen. Das hat natürlich in meinen Augen einen riesigen Fortschritt technologisch, kulturell und so weiter zur Folge. Ja, Christoph, jetzt haben wir hier eine ganze Menge über Steuern gesprochen. Warum sind sie vielleicht doch nicht ganz so gut? Du hast da ein paar Möglichkeiten, hast du schon angerissen, die von deinem ganzen Know-how, was du da hast, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zeit dazu reicht, das wirklich alles im Detail nochmal zu besprechen. Du hattest vorhin dein Buch schon genannt, was dann die Interessenten am Kongresspaket nachher auch noch bekommen könnten oder ein Teil davon. Und wo könnte man dich denn ansonsten finden, wenn man sich jetzt für das, was du da jetzt gerade alles gesagt hast, wenn man sich dafür interessiert? Genau, ich habe meinen Blog startenlos.ch, also Schweizer Domain. Auf Startenlos schreibe ich bereits seit circa 15 Monaten über diese ganzen Geschichten, über die wir jetzt reden. Und es geht vor allem um das Thema steuerfrei im Ausland leben. In welche Länder kann ich gut auswandern? Wie funktioniert dieses Perpetual Traveling, von dem ich gerade geschrieben habe? Vielleicht sehr interessant in dem Zusammenhang. Ich habe gerade kürzlich eine Challenge gestartet in meinem Newsletter. Dafür kann man sich anmelden. Und da zeige ich quasi innerhalb von 28 Tagen, wenn du dazu bereit bist, wie du steuerfrei leben kannst. Also du kannst bereits in einem Monat steuerfrei leben, wenn du wirklich dazu bereit bist. Und es geht natürlich um viele weitere Themen, um Bankkonten international, um Unternehmensgründung, auch um das Thema Meinungsfreiheit, um das Thema Homeschooling. Jetzt irgendwie, das ist vielleicht auch in dem Zusammenhang noch erwähnenswert. In Deutschland gibt es ja einen Schulzwang. Und natürlich ist das, sag ich mal, auch eines der Hauptauslöser in meinen Augen dafür, dass sich das System erhalten kann, ja. Indem einfach den Kindern natürlich auch beigebracht wird, ja, Steuern sind was Gutes, eben Steuern zahlen in Zukunft.
und so weiter und so fort. Und ich persönlich helfe vielen Familien, die ihre Kinder eben nicht in die Schule schicken wollen, auszuwandern oder ein Reiseleben zu führen, um ihre Kinder eben selbst zu erziehen oder die Kinder sich selbst bilden zu lassen. Ja, super. Ja, lieber Christoph, unsere Zeit ist quasi um. Wir sind so ziemlich am Ende, sind wir angekommen. Hab vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um mir und auch den Zuschauern zur Verfügung zu stehen. Und ja, ich sag mal, dass wir diese Steuerthematik so ein kleines bisschen bearbeiten konnten. Und ich denke mal, bei dem einen oder anderen fängt es jetzt sicherlich an zu rattern. Und ja, vielleicht noch ein paar letzte abschließende Worte von deiner Seite. Ja, danke für das Interview. Ich fand es mega spannend. Wie gesagt, es ist ein Online-Geldkongress und Steuern sind da sehr wichtig. Ich würde sagen, ihr solltet euch einfach ein bisschen überlegen, wie ihr eure eigene Steuerlast verringern könnt. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, wenn man in Deutschland ist, das zu machen. Und wie gesagt, die Welt besteht nicht nur aus Steuern. Man muss auch immer schauen, was eigentlich wichtig ist. Aber wenn man seine Steuern verringert, kann man auch wahrscheinlich seine Wünsche wesentlich besser erfüllen. Ja, herzlichen Dank für die Worte. Ja, sehr gerne.